Marliese. Wie geht's dir im Moment? Ich bin unfassbar nervös. Ich habe Angst, dass ich heute wieder nichts zu sehen bekomme. Also ich kann dir sagen, dass du heute Bilder zu sehen bekommst. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass dir diese Bilder nicht gefallen werden. Okay. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass Fabio noch mal irgendwann schwach wird. Fabio platzen die Eier langsam. Habe ich mir schon gedacht. Wenn ich mir so vorstelle, dass mein Partner im Fernsehen erzählen würde, dass unser Sex irgendwie nicht gut ist und dass ich deswegen bei anderen Frauen sich Hunger macht, um dann... Ja, nee, eigentlich macht er sich ja nicht woanders Hunger und ist dann zu Hause, sondern er macht ja beides bei anderen Frauen. Ich habe mir sowas schon gedacht. Er wird nicht gesagt haben, auf welche Sachen er steht. Warum er es nicht mit mir machen kann, weil er mich liebt, weil er mich nicht wehtun will. Er wird das natürlich nicht gesagt haben, weil die dann eine ganz andere Seite von ihm sehen würden. Was sagt dir gerade dein Gefühl? Hält er es 14 Tage durch? Also, wenn er mich wirklich liebt und nicht total betrunken ist, kann er es schaffen. Aber wenn er sich in die Besinnungslosigkeit trinkt und die so krasse Sachen machen, dann hält er es auf jeden Fall nicht durch. Aber wäre der Alkohol, wäre das für dich entschuldigt? Nein, auf gar keinen Fall. Wenn er sich im Alkohol nicht im Griff hat, ist keine Ausrede. Man, da hat er nicht so viel zu trinken. Und er weiß sogar, dass wir hier im Fernsehen sind. Und dann will ich nicht wissen, was er dann noch zu Hause macht, wenn er sich nicht mal vor der Kamera zusammenreißen kann. Wir werden sehen. Ja, wir werden jetzt vor allem noch weitere Bilder sehen. Ich werde mich für sie so nicht ändern. Ich will einfach nur so bleiben, so wie ich bin. Genau, und das ist das Wichtigste. Und ich möchte wirklich von ganzem Herzen, dass sie wirklich das toleriert und akzeptiert. Ja, sexsüchtig. Und ohne, dass wir jetzt miteinander geschlafen haben, glaube ich, das wäre der geilste Sex, den ich jemals in meinem Leben gehabt hätte. Indirekt haben wir Sex gehabt. Oh, ist die ekelhaft. Bei uns wäre es halt potenziell so, wir haben natürlich auch schon Dates gehabt, wir haben viele Einzelgespräche gehabt und bei uns wäre es zum Beispiel so, dass wir auf einer Wellenlänge wären und deswegen ist die Versuchung halt, sage ich mal, groß, dann auch Gefühle zu entwickeln. Alles klar, wenn er auf so einer Noten steht, bitte soll er haben, soll er gehen, soll ich verpissen, soll ich die nehmen? Er denkt halt nur noch mit dem Schwanz, er ist derjenige, der eine Sexsucht hat, krank im Kopf ist und sagt, ich soll ihn so akzeptieren, wie er ist. Er wusste von Anfang an, welche Kompromisse wir haben. Ich will nicht wissen, was da noch passiert ist. Dann kann er gleich nach dem Temptation Island nach Hause gehen, Sachen packen und zu der Alten einziehen. Ist mir egal. Er sagt ja, er kann sich nicht ändern. Es geht darum, dass wir Abmachungen haben und Regeln haben. Aber er will ja anscheinend nicht nur, dass er einmal einen One-Night-Stand mit einer Frau haben kann, sondern er ist ja überhaupt nicht beziehungsfähig. Das, was er sich ja anscheinend vorstellt, ist ja einfach ein Freifahrtschein mit jeder. Keine Frau der Welt würde tolerieren, dass der Mann mit jeder anderen x-beliebigen Frau Sex haben kann. Wenn er das will, dann muss er Single sein. Ich bin schon jemand, der so viele Dinge toleriert und ihm One-Night-Stands erlaubt. Aber wenn er lieber sowas will und die Frauen so tun, als wenn die damit klarkommen, bitte, viel Spaß hier, könnt ihr dann haben. Will ich gar nicht mehr. Er ist hinterher derjenige, der es bereuen wird. Weil ich weiß, er wird nie wieder so eine Frau wie mich finden. Meinst du, das weiß er auch? Nö. Er wird erst wissen, wann wir hier raus sind. Dann wird er es wieder merken. Dann ist das Geheule großer, dann ist es zu spät. Es ist krass, wie weit du schon denkst. Ja. Ich wusste von Anfang an beim Opening, dass sie der Typ ist von der Optik. Er sagt, es ist keine Frau fürs Leben. Ich bin eine Frau fürs Leben, für Familie. Seine Mutter liebt mich, seine Familie liebt mich über alles. Und sagt immer, Fabio, denk doch mal bitte nach, denk nicht mit dem Schwanz. Er wollte mir beweisen, dass er treu sein kann. Ich bin mir mittlerweile zu 90% sicher, dass er das Temptation Date nicht überstehen wird. Er wird es vielleicht bis dahin schaffen und da ist dann ab, da ist dann Sense. Ihr wollt noch mehr Versuchungen? Dann geht's hier entlang zu unserer Temptation Island Playlist. Und wenn ihr die ganze Folge noch nicht gesehen habt, dann holt es sofort nach und klickt hier.